Hi Andreas, ich habe dich gerade hier im Maschinenraum erwischt. Wie ist denn so das Fazit nach den ersten 2 bzw. 3 Tagen Schwanenhöfen? Gut, bis sehr gut. Ich glaube, wir haben uns ganz gut eingelebt. Wir haben alle Kartons ausgepackt. Jeder hat seinen Schreibtisch gefunden. Auch wenn hier einiges noch Baustelle ist, aber das ist hauptsächlich draußen, wie auch das Gerüst hier zeigt. Insgesamt gefällt es uns hier schon, glaube ich, ganz gut. Ich nehme dich mal mit. Ja, Kleinen super. Rundgang. Alles klar. Also das hier zum Beispiel ist mein Teambereich. Manche Kollegen schon im Feierabend, andere noch da. Wo man gleich sieht, dass es hier irgendwie viel mehr Raum Hallo. viel mehr Raum und viel mehr Platz gibt. Gleichzeitig hat das aber mit diesen Deckensegeln ganz gut geklappt, dass wir uns nicht zu sehr stören, wenn wir telefonieren oder so. Die schlucken also ganz gut den Schall. Okay. Und ja, das ist einfach etwas, wo die meisten Kollegen sozusagen Angst vor hatten, keine Zweierbüros mehr, jetzt plötzlich so ein bisschen Großraum, Ja. wie das denn alles funktioniert. Und ich glaube, das klappt ganz gut, auch weil wir so ein paar andere Möglichkeiten geschaffen haben, wo du arbeiten kannst. Zum einen so in diesem Stillarbeitsraum, wenn du möchtest. Da kannst du dich halt zurückziehen und mal eine Tür zumachen. Ich habe heute hier einen Termin mit Kunden gemacht. An einem meiner Lieblingstische, weil man den halt Höhen verstellen kann. Und das ist ganz cool. Sehr gut. Da standen wir, glaube ich, 2 Stunden oder so. Also nicht nur für Leute, die 2 Meter groß sind. Genau, da muss man dann einen Mittelwert finden. Der Kollege konnte sich mit Ellbogen aufstützen und ich stand da mehr so. Aber weiß nicht, das passt halt dann irgendwie auch. Hier haben wir auch schon mal kurz gesessen heute mit dem Kunden in der Lesbar, wenn man zwischendurch mal einen Kaffee trinkt. Relativ entspannt, natürlich ein bisschen schöner als bisher. Der Bereich der Plaza hier vorne ist noch nicht ganz fertig, weil da noch die Stehtische fehlen. Hier haben wir aber mal ein bisschen Farbe reingebracht. Da ist es auch so eine Ecke so zum Wohlfühlen. Und ich habe auch gemerkt, das funktioniert, dass die Mitarbeiter anfangen, das funktional zu trennen. Also die kommen nicht mehr morgens um 9, gehen an den Schreibtisch und abends stehen sie wieder auf und gehen nach Hause, sondern sozusagen sie machen die Pause woanders, als wo sie arbeiten. Zum Beispiel da auf der Plaza oder auch auf unserer Dachterrasse, wo wir mal einen ersten Schritt drauf machen könnten. Okay, gerne. Und wenn sie sich mit Kunden treffen, können sie sich halt irgendwas aussuchen, wo sie sich treffen. Also es ist alles ein bisschen funktional getrennt und dadurch sind die Leute mehr in Bewegung als früher und ich hoffe da halt, dass das auch dem Austausch oder sowas ganz gut nützt. Und jetzt ja, jetzt sind wir auf der Dachterrasse. Wo noch die Fliesen fehlen, aber die wir trotzdem ja sozusagen schon mal mit dem ersten kleinen Rundgang begehen können. Die ermöglicht es uns halt auch in Zukunft hier, weiß nicht, das Sommerfest selber zu machen. Und das ist was, worauf ich mich schon tierisch freue. Der Kollege Borgatz hat auch schon, glaube ich, sich den passenden Grill dafür rausgesucht. Okay, klingt schon mal gut und wir freuen uns dann alle auf einen schönen Sommer hier auf der Dachterrasse. Genau, wenn er denn kommt.